Am Samstagvormittag schwärmen 6 Gruppen aus zu einem Frühjahrsputz quer durch Parsberg. Das Team vom Samainhof, welches zum ersten Mal so eine Ramadama-Aktion veranstaltete, hatte zahlreiche Bekannte und Kunden als freiwillige Helfer gewinnen können. Wo diese tätig werden müssten, hatten sich die Organisatoren im Vorfeld angeschaut. Wir fahren nach Parsberg zur Arbeit oder über Parsberg oder über Velburg, haben uns die Routen angeguckt und haben die jetzt die letzten 2 Wochen und noch mal gestern angeguckt, wo viel Müll liegt. Mussten dann zum Teil auch noch umdisponieren, weil jemand anders auch gesammelt hatte. Ist ja schön, nur wir mussten dann eben unsere Route umstellen. Das haben wir jetzt einfach schnell noch gemacht. Die Kindergartenkinder des Hofes mussten nicht weit laufen, sondern widmeten sich dem wilden Müll im benachbarten Wald. Wer braucht einen Schuh? Wer hat einen Schuh verloren? Nicht alle Fundstücke waren übrigens so einfach zu identifizieren wie dieses halbe Fahrrad oder der fast schon eingewachsene Metallkübel. Was ist denn das? Auch wenn die Handschuhe und die Müllzangen stellenweise größer waren als ihre Träger, waren alle mit Feuereifer dabei und lernten im Idealfall, dass Müll nicht in den Wald gehört. Während sich der Nachwuchs dem Waldboden widmete, kümmerten sich andere um Hinterlassenschaften auf Asphalt und Steinen. Dort fanden sie zahlreiche Dinge, die von stürmischen Winden in den letzten Wochen entsorgt wurden. Oder von menschlichen Saubären. Also alles, was halt irgendwie so gekauft wird und dann nicht mehr gebraucht wird, das ist das meiste. Vom Ortseingang arbeiteten sich die Putzfeen und Teufel in den Kern von Parsberg durch. Kein Wunder, dass Bürgermeister Josef Bauer das Großreinemachen gerne unterstützte. Er hat gesagt, er nimmt uns den Müll ab, weil wenn ich die Entsorgung bezahlen müsste, könnten wir es nicht machen, das Geld haben wir im Moment nicht. Er hat gesagt, er spendiert die Brotzeit. Wir haben Material, also Zwicker und so Sachen vom Bauhof bekommen. Wir haben Fahnen, Flaggen zum Absichern für die Strecke vom Bauhof bekommen. Bei den Müllsammlern schwingt übrigens auch ein gewisser Wettbewerbsgedanke mit. Wir machen praktisch einen Preis für den skurrilsten Gegenstand, der gefunden worden ist. Den sollen wir fotografieren und dann gibt's vorm Essen nachher die Preisverleihung. Diese Gruppe fand unter anderem einen Fleischerhaken und einen Bierkrug. Andere fischten sogar eine Gummipuppe aus der Landschaft. Ein paar der Teilnehmer sammelten sogar mit Hilfe echter Pferdestärken und erinnerten an die Zeit, als man Männer von der Müllabfuhr noch Müllkutscher nannte. So war es ja auch früher. Die Pferde sind ja zu uns gekommen, um uns die schwere Arbeit abzunehmen. Das war natürlich eine große Erleichterung. Mehrere Tonnen Müll, darunter auch Hinterlassenschaften, die Tieren in der Wildnis schwere Verletzungen zufügen können, wurden von den Teams geborgen. Am frühen Nachmittag kamen die ehrenamtlichen Entsorgungsprofis wieder zurück zum Startpunkt und zogen das Fazit, dass die Premiere dieser Aktion auf jeden Fall eine saubere Sache war.